Seit ungefähr einer Stunde schwamm er. Die See war fast spiegelglatt und so fiel es ihm leichter, in einem gleichmäßigen Rhythmus auszustreichen. Lohmann sah eine dünne, sich verflüchtigende Spur von Blut. Er tauchte sofort unter. Sie war nicht zu sehen. Nur das tiefe Blau der Adria, die die schöne blonde Frau einfach verschluckt hatte. Lohmann verfluchte sich innerlich. Warum musstest du dich hier einmischen? Das hatte er nun von seiner Neugier. Lohmann schwamm wieder an die Wasseroberfläche. Nachdem er sich das Wasser aus den Augen gewischt hatte, sah er, dass die Yacht schon ziemlich weit entfernt war. Dreckmann machte ernst. Er wollte ihn hier einfach absaufen lassen. Wenn nicht bald zufällig ein Boot oder ein Schiff vorbeikam, war er verloren.